Am nächsten Morgen ist es dann soweit, das Menschenleben beginnt. Immer dabei Regeln 1 bis 7. Daka, beeil dich, sonst kommen wir noch zu spät zur Schule. Dämliche Latscherei. Das ist sowas von langweilig, anstrengend, total sinnlos. Fliegen geht doch sowieso viel schneller. Mama würde jetzt sagen, diese Diskussion führe ich nicht mehr. Haha. Daka hat auch gar nicht vor, irgendetwas zu diskutieren. Laufen schön und gut, aber es ist doch nichts lustiger, als die neuen Nachbarn ein bisschen zu verwirren. Zum Beispiel die alte Frau Hase, die gerade mit Poldi in ihren Garten kommt. Nur ein klitzekleiner Satz, ein paar Meter geflogen und... Hä? Schon denkt Frau Hase, sie habe sich verguckt. Aber ohne Brille auf der Nase kann so etwas ja schon mal vorkommen. Denn durch die Brille sieht sie nur die entzückenden neuen Nachbarsmädchen auf dem Weg zu ihrem ersten Schultag. Dabei könnte sie wetten, dass die dunkelhaarige von ihnen eben durch die Luft... Nein. Aber so etwas gibt es ja gar nicht. Mandaka! Aber nicht nur die Regeln 1 bis 7 machen keinen Spaß. Auch die Schule in Bindburg ist fumps nochmal anders als die in Bistrien. Wie sieht das denn hier aus? Ist ja voll eklig ordentlich. Boah, ich find's schön. Die erklärt das auch immer so schlecht. Ruhe! Ruhe, bitte! Das sind Dakaria und Silvania Tepesch. Sie kommen aus Bistrien, das ist in Transsilvanien. Huhu, Transsilvanien. Dracula. Seid ihr Vampire oder was? Benny, beherrsch dich. Transsilvanien liegt in Rumänien und damit in der EU und hat sehr viel mehr zu bieten als die ewigen Schauergeschichten. Durch Transsilvanien ziehen sich zum Beispiel die Karpaten. Das ist neben den Alpen das größte Gebirgssystem Mitteleuropas. Ein Drittel aller freilebenden Großwildtiere Europas lebt in den Karpaten. Ich erwarte jedenfalls von euch, dass ihr Dakaria und Silvania helft, sich hier einzuleben. Gut, dann setzt euch doch. 1, 2, 3. Yes! Wer war das? Also? Typisch Lehrer. Ist doch klar, dass sich auf diese Frage niemand meldet. Dieser Benny allerdings, bei dem müssen Daka und Silvania aufpassen. Ein Furzgeräusch zu imitieren, wenn sich jemand hinsetzt, ist zwar der älteste Trick überhaupt. Und in Bistrien würde man mit so etwas niemanden hinter dem Ofen hervorlocken. Aber hier in Deutschland klappt so eine olle Kamelle anscheinend noch. Das kann ja heiter werden.